Es freut mich, Ihnen ein Werk des Schweizer Künstlers Pierre-Louis de la Rive zu präsentieren. Melancholie in einer Farbatmosphäre. Auf die typischen Szenen der niederländischen Landschafts-Genre-Darstellungen eines Philips Wouvermann oder Nicolas Berchem zurückgreifend, verleiht de la Rive diesen Vorlagen einen neuen künstlerischen Gehalt. Die Landschaft, aber auch die Figuren werden auf eine an Claude Lorrains Lichtgestaltung geschulten Weise ins Atmosphärische aufgelöst, sodass die Darstellung eine nicht näher zu fassende Leuchtkraft verströmt. Die ganze Szenerie gewinnt eine Watteau-artige Traumhaftigkeit, die durch die Bewegungslosigkeit der Figurengruppe noch zusätzlich unterstrichen wird. Zudem etablieren die in verschiedene Richtungen blickenden, scheinbar nichts Bestimmtes fokussierenden Frauen einen Moment zeitlosen Innehaltens, was der traumartigen Atmosphäre einen melancholischen Zug verleiht, der durch die warmen Pastelltöne jedoch abgemildert wird. Dieses Bild führt in ganz besonderer Weise de la Rives sensibles Empfinden für atmosphärische Farbtemperaturen vor Augen, die zusammen mit dem freien Pinselduktus durchaus impressionistische Bildideen vorwegnehmen. De la Rives Werke kommen nur sehr selten auf den Kunstmarkt. Ich hoffe, ich habe Ihnen das Bild etwas näher bringen können und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.